안성합니다. 예. 이태원 로드. 예. 이태원 로드. 아, 이스터라. 가서 쉬나 이제? 제가 아까 그 슬쩍 계획표 나올 때 살짝 봤는데 네. 휴식도 써 있었어요. 아, 이게 아, 호텔에 가서 쉬는 거. 계획표에 다음에 있더라고요. 그럼 되게 힘이 들지 않았어도 휴식은 했었겠네요. 네. 계획이니까. 계획을 지켜야 되니까 이런 친구들입니다. 비토가 애들아 30분 동안 차 시키고 취침 취침 스톱워치로 그러지 Also diese Stadt wirkt unheimlich jung. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Es liegt aber daran, dass die Koreaner oder Asiaten grundsätzlich eher jung aussehen, selbst wenn sie älter sind. Das stimmt auch. Finde ich. Ja, aber du siehst ja so. Aber die sind schon auch. Solange die nicht richtig, richtig alt sind, habe ich Schwierigkeiten, so im mittleren Alter zu schätzen. Würde ich die, glaube ich, tendenziell eher jung schätzen. Mhm. Ja, die sehen auf jeden Fall viel, viel jünger und unverbrauchter aus. Ja, weil hier, die haben ja alle noch volles Haar. Ne? Hier so Halbglatzen in Europa siehst du ganz selten, auch bei älteren Leuten. Okay, 외국인 입장에서 봤을 때 동양인들은 조금 어려 보이는 게 있는 것 같아요. 완전 어려 보여요. 아, 그래요? 아니, 동양 사람들이 어려 보이는 뭐 이유가 있을까요? 뭐? 특히 저는 피부가 되게 얇아서 주름 금방 보이거든요. 아, 네. 좀 피부가 좀 얇은 편인데 한국 사람들은 피부가 좀 두껍고 그래서 저는 일부러 이렇게 되게 두껍게 만든 거예요. 되게 젊어 보여요. 되게 동안이시네요. 계획대로 쉬러 가고 있어요, 지금. 쉬러 가고 계획대로. 있어요. 계획이에요, 이거는. 수파. 수피. Welcome back. 김치. Also ich ziehe mir, glaube ich, heute Abend mal ein Hemd an. Weißt du? Weißt du? Oh? Kann man das anziehen, Peter? Was meinst du? Wir waren heute schon im Gefängnis, ja? Oh, Oh. 깔끔해졌어, 깔끔해졌어요. 전형적인 독일 스타일입니다. 네. 집에서 bleiben, ne? Trial and Terror. Sieht schon cool aus hier, ne? Also hier abends Autofahren ist auch mal... Das ist für uns ja wirklich so. Das ist schon cool hier. Würdest du gerne hier wohnen, Mario? Hier? Ja. Ich glaube nicht. Seoul, das wäre mir wirklich ein bisschen zu groß. Kommen ja, in Deutschland gibt es ja so viele Großstädte gar nicht. Ne? Nee, selbst die größte Stadt Berlin ist ja damit gar nicht vergleichbar. Das ist das ja nicht richtig. Wir sind in Langenfeld, unsere Siegur ist wirklich Siegur. Also ein paar Millionen 정도. 인구가 그 정도 되는데 유럽의 대도시가도 인구가 그래도 200만 명, 300만 네. 명 넘는 도시 거의 없어요. 근데 이제 서울 같은 경우는 거의 1000만 명이니까 그렇죠. 베를린도 한 300만 명밖에 안 되거든요. 아 그래요? 그러니까 서울은 인구만 봤을 때 한 3배 넘는데 그렇죠. 그래서 정말 1000만 명 넘는 도시 오니까 이 감당이 안 돼요. 적응이 안 되니까 아마 그것 때문에 정말 놀랐었어요. Von der Atmosphäre und von der Größe ist das ja schon eine ganz andere Liga. Ja. Es ist ja überall irgendwie Bling Bling und Marken und so weiter, ne? Erste Bar, zweite Bar, hier lang, ne? Wo geht die gerade? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Kaffee? Gammtag nur das hier. Ja, Kaffee, ich sehe es. Katzenkaffee. Steht doch alles auf dem Navi, Mann. Ja, aber da ist es ja auch. Koyangi-Kaffee? Koyangi-Kaffee? 고양이 카페를 간다고? 아침에 DMZ 갔다 서대문 형무소 갔다 고양이 카페 간다고? Habt ihr herausgefunden, dass ihr ins Katzencafé gehen wollt? Das ist für mich etwas, was mir immer noch ein Rätsel. Eine Kollegin von mir. Stehst du auf Katzen? Doch, sehr viel, ja. Aber diese Katzencafé, es gibt, damit die Leute sozusagen einen Kaffee trinken können und dann mal so ein Tier streicheln können. Ja, also wie gesagt, ich bin in den 9 Jahren, wo ich hier bin, bin ich noch kein einziges Mal, ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ein wunderbarer Sänger. Gut so. Ja, aber das ist ja manchmal so. Was für Leute gehen denn hier in den Katzencafé? Frauen. Ich find's trotzdem cool. 이거 독일 사람 입장에서 흔한 거예요? 특이한 거예요? 좀 특이하죠. 근데 뭐 사실 특이하다기 얘기하기도 좀 그렇고 사실 대한민국의 하나의 어떤 독특한 문화니까 그렇지. 우리한테 신기하죠. 그러니까 정말 DMZ 신기할 정도로 고양이 카페 있다는 것도 신기한 것 같아요. 저도 신기했었어요, 맨 처음에는. 남자 셋이 그렇게 남자끼리 고양이 카페 가본 적 있었어요? 야, 그러니까 카페는 안 가지. 카페가 들어가면 남자끼리 안 가요. 이게 캣 커피. 아, 착해, 오라? Oh! Hello. Hier sind schon die ersten Katzen. Es hat auch einen, leicht identifizierbaren Geruch.
riechst aber stark nach Katze, ne? Ja, geringfügig. Das ist mal richtig Katzenkaffee. So, Mario. Mario,눈빛이 달라졌네요. 진짜 좋아한다. 정말 좋아. 좋아하는 거. Überall sitzen welche. Wo immer man hinguckt, hier sind überall Katzen. Ja, hier. Das ist doch süß. Guck mal hier, die. Die ist an ihrem Baum. Man darf die ja so streicheln, ne? Guck mal, da oben, die ist süß. Der Mario ist jetzt hier richtig in seinem Element, ja. Ja, im Katzencafé. Das ist ein. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ich hoffe nur, dass wir das ohne allergische Schockreaktion überstehen, hier diesen Ausflug mal. Ja, macht euch jetzt mal nicht doll hier. Also, das kannst du nicht. Wir sind jetzt hier in diesem besagten Katzencafé. Es riecht ungefähr genauso, wie man sich das vorstellt, wenn hier 20 Katzen in anderthalb Quadratmetern leben. Aber der Mario ist begeistert. Das ist genau mein Ding. Hier, guck. Mach nochmal. Guck mal, wie lieb die sind. Fetter Kater. Bürste kann man sie nicht. Oh, bloß ab damit, du. Ich glaube, da ist gleich ein Tierschutzbund an der Backe. Da, ja, so, da kommen sofort Verbände, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, mach mal hier Abgang. Gut. Die gefällt. Oh. Hör mal. Die gefällt mir, die würde ich sofort mitnehmen, weil die auch so gierig ist. 7, 8, mach mal hier. Ja, das gefällt dir, ne? Komm, du bist lieb. Du hast auch die ist so Haare, schön gefärbt. Und hier, guck mal, hier die faule. Du faule Eule. Die ist ja süß. Guck mal hier. Ist ja total skurril, ne? Also sowas wird man in Deutschland niemals. Ich glaube, da hast du recht, den Tierschutzbund an der Backe. Ja, so, da kommen sofort Verbände, ne? 왜냐면 독일은 네. 그런 규칙이 굉장히 까다로워요. 그래요. 동물 보호 단체에서도 그렇고 뭐 여러 가지 단체에서 다 와서 동물들을 어느 정도 편하게 살고 있는지 다 관리한단 말이에요. 아, 진짜. 그래서 이제 독일 사람 입장에서 봤을 때는 어우 이건 좀 우리 기준으로 봤을 때는 좀. Lass mich auf Toxoplasmose untersuchen hier nach Urlaub. Wo? Siehst du? Wo? Siehst du? Du kennst dich aus. Ja. Ja. Fütterung, Haustierfütterung. So, ein Koreaner kommt so, wirklich hier hin. Where can I wash my hands? Hier, sich mit den Katzen zu beschäftigen. So wie wir, ja. Und dann? Ja, gut, für uns ist das hier eher so ein One-Time-Job. Also Mario, gut, vielleicht Mario würde er öfter kommen. Mario will wahrscheinlich morgen wiederkommen. Ist das verrückt hier? Total verrückt. Hey. Jump bei der Nähe. Hast du gestreichelt, Daniel? Ja. Ach, da war ich weg. Oh, da, guck mal da. Da ist auch was los. Ja, da sind die. Da kommen die in der Katze, kam da raus. Ja, da sind die. Da Katze kam da raus. Tätchen, da wohl. Das sind die Kleinen. Das ist nicht normal, oder? Ah. Ich will nicht wissen, wie viele 100 da drin sind. 17. Oh. Mario, ich glaube, jetzt musst du kommen. Mario, sonst, jetzt kommen die Kätzchen. Sonst verpasst du was. Oh, no, no. 사랑이 빠졌네, 사랑이 빠졌어. Die sind ja süß. Oh. Oh, oh. 아이 독일 남자들의 그런 것도 되게 부드러운 면이 있네요. 네, 그럼요. 아기자기하고. 이 딱딱한 이미지 없어졌네요. 좀 반전 매력이죠. 이만 미안해. 약간 뭐가 없듯이. 다니엘, die will zu dir. Nimm die mal auf den Arm. Gib die mal auf. Was macht die Mama mit ihr jetzt? Die holt die. Mama will sauber machen, aber Baby will trinken. Die säugt die jetzt, oder? Ja, guck mal, die trinkt doch da die ganze Zeit. Guck mal, was die für große Cola-Augen hat. Guck mal, Tee. Ja, ich glaube nicht, dass ich das mag. Die guckt aber ziemlich fixierend darauf. Die haben ganz schön Angst, ne, vor uns. Mhm. Komm mal, die jetzt das Leben, die Viecher. Mhm. Die
mit dem Ding auf Lazy Day. Habt, könnt ihr auch so langsam. Guck mal hier, dass du hier so einfach Tee trinken kannst und mit so 20 Katzen spielen kannst, ne? Ist doch Wahnsinn. Ah, ja, jetzt ist sie. Jetzt habe ich sie getiggert. Ah! Nee, Kopf, das machen wir nicht nochmal. Du tunst dich auf der Hose. Warte, nochmal, jetzt guck die auch. Ja, Mario. Runde, ja, Wellensittiche. Ja, komm mal. Ja, wann ja. Holy shit. Alter, jetzt zerkratzt dir deine ganze Hose gleich, pass auf. Mhm. Das ist witzig, ey. Witzig, dass es sowas gibt, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Scherz, als mir das jemand erzählte. Glaube ich, das Skurrilste, was ich jemals gemacht habe. Was denn hier? Ja, um die halbe Welt zu fliegen, um dann in einen Katzenkaffee. Nicht ohne meine Idee. Hättest du das doch niemals gemacht. Hätte ich nie gemacht. Das kannst du noch deinen Wahnsinn. Kindern dann erzählen. Werde ich meinen Urenkeln werde ich das erzählen. Mhm. Charon, wir verabschieden uns. Es war uns eine Freude, dich und deine Kleinen kennenzulernen. Wahnsinn. Ja? Dann würde ich nämlich dann fragen, bezahlt haben wir ja schon, ne?